Jo Leute, da bin ich wieder und es geht weiter bei Goodbye Deponia. Wir waren das letzte Mal so ein bisschen in der Zwickmühle stehen geblieben, ne? Also ich wusste nicht so richtig, wie es weitergeht. Ich weiß es auch immer noch nicht. das hier war es, glaube ich, ne? Beziehungsweise wenn ich einfach auf Weiterspielen gehe, müsste das doch auch laden. Ja, genau. Genau. Ja, wir haben gestern gesagt, wir probieren heute einfach nochmal neu. Vielleicht fällt uns dieses Mal auf, was hier fehlt. Ich weiß halt nicht so richtig, wie ich diesen Flieger da abfeuern soll. Wir wissen ja, wir wollen oder brauchen den Flieger irgendwo hier beim Blauen. Beim rechten Berufes. Weil da der Buchstabe drin ist, den wir für die Schreibmaschine hier brauchen. Aber wir sind uns nicht ganz sicher, wie wir das machen sollen. Ja. ich gebe einfach mal alle Items an den Linken weiter und probiere dort alles mal durch. Wir wollen, dass die Kinder hier schlafen, ne? Ideale Stelle für das Nachtlager. Wir wollen, dass die hier schlafen. Der Fernseher funktioniert schon mal. Wir müssen dann noch irgendwie es warm machen. Die Wärme bekommen wir über den Heizstrahler. Der hier ist. Dazu müssen wir aber irgendwie was mit Goon anstellen. Mit dem guten alten Gronkh. Dass der den Heizstrahler nicht mehr braucht. Oder, keine Ahnung, einfach klauen. Ich habe keine Ahnung, wie wir es hinbekommen sollen. Wir müssen irgendwann nochmal hier in die Bar rein. Aber der lässt uns nicht rein, weil wir die Kinder dabei haben. Deshalb müssen wir ja die Kinder abgeben. Bei dem Monster. Ja. Du solltest einen Karrierewechsel in Betracht ziehen. Ich weiß. Leider gibt es auf dem Arbeitsmarkt gerade keine Angebote für ausgebildete Handmodels. Ich habe ja auch mehr an einen Job als Versuchstier für experimentelle Medikamente gedacht. Hab ich schon hinter mir. So, ja, jetzt wo du es sagst. Okay. Ich mag vielleicht keine 5 Slotty haben. Dafür habe ich aber das hier. Gib dir keine Mühe, Junge. Die Show kostet 5 Slotty. Könnte den Sinn machen. Das geschwärzte Papier, das brauchen wir bestimmt. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Entweder bei dem Quacksalber, ne? Also hier den Seelenklempner. Oder vielleicht fürs Tattoo. Ich bin mir nicht sicher. Quacksalber klingt logisch. Motiv für ein Tattoo, aber. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Kann man da irgendwas draufdrücken? Radio killed the print media star. Besucht ist männliche Aushilfskraft. Davon habe ich zwar auch eine ganze Menge, aber die behalte ich mal schön für mich. Ich habe keine Ahnung. An diese blöde Kiste komme ich auch nicht ran. Ich kann hier hochgehen, dann gehen die Kinder zu dem Pedo rüber. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Sollten die nicht zu dem Pedo gehen? Warum kommt der nicht mehr raus? Der Pedo kommt nicht mehr raus? Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Aber Herr... Schon klar, mein... Das irritiert mich jetzt, dass der Pedo gar nicht mehr rauskommt. Warum kommt der nicht mehr raus?
Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Ich... Hey! Was? Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Niedliches Pelztier. Also wir wissen alle, dass das kein Tierchen ist, sondern dass das... Ja, genau. What a duck. Was hat überhaupt ein Geräusch gemacht? Ich glaube, das What a duck hat kein Geräusch gemacht. Kannst du es nochmal machen? Oder einen anderen Sticker? Habe ich hier irgendwas... Doch, da war ein Geräusch. Ganz leises, ne? Irgendwie waren die früher lauter. Habe ich das Gefühl. Moment. Kurz Fehlerquelle beheben gehen. Gucken, was da los ist. Kannst du noch einmal machen? Okay, gut. Das Spiel ist bloß relativ laut. Never mind. Alles gut. Warum... ein Pedo machen? Pedo ein bisschen Arbeit anbieten? Oh, was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Ah, nö. Na doch, Sie erwürgen es. Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen! Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Uhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Dann will ich lachen. Ein Abdruck. Okay. Klopf, klopf. Alter. Wir sollen Abdruck von dem Penis von dem Pedo machen. Ich wollte Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Ich. Hey! Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber. Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Soll jetzt echt ein Abdruck. Nein. Nein. Niedliches Pelztier? Was tun Sie denn da? Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen! Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Okay. Und? Haben Sie jetzt einen Beweis? Und ab! Ach ja? Und was soll das bitte darstellen? Ich glaube, ein Penis. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein kuscheliges Wollschnabeltier. Ach ja? Meines Wissens gibt es Wollschnabeltiere nur in Australien und Schottland. Ah, naja, vielleicht war es auch was anderes. Ein entzückendes Miezekätzchen. Ach ja? Ja. Hier ist der Kopf und da ist hinten. Und was ist das da? Schnurrhaare. Am Hinterteil? Ah, naja, vielleicht war es auch was anderes. Ein niedlicher Welpe. Ach ja? Was für eine Rasse? Oha, Dackel. Haben die nicht eine viel kürzere Schnauze? Ah, naja, vielleicht war es auch was anderes. Ein possierliches Vögelein. Das soll ein Vögelchen sein? Na klar. Guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel. Hier die, naja, die sind da halt. Jedenfalls ein Vögelchen. Okay. Abdruck. Ich bleibe dabei. Jedenfalls ein Vögelchen. Okay, das könnte jetzt wirklich dann das Motiv... Ich weiß es nicht. Also entweder müssen wir damit zum Psychiater gehen oder zu den Armee-Typis, also zu der Rebellion. Es sieht eigentlich genauso aus wie das Ding, was der hatte.
Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Falsch. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje. Oder wir müssen damit zu Boso. Buh. Oder wir müssen damit zu Boso. Das könnte auch sein. Dem mal das Bild zeigen. Hey, Boso. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah! Was? Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig ein niedliches Vögelein. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Dann versuchen wir es als Tattoo-Motiv. Also, ich weiß nicht, was es darstellen soll, außer ein Schwanz. Aber vielleicht wollen die sich ja einen Schwanz auf den Arm tätowieren. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Ja, ja. Hier. Jetzt haut sie mir wieder auf die Fresse. Hey, das ist gar nicht schlecht. Das sieht irgendwie heftig aus. Okay. Das kann man wohl sagen. Ein heftiges Vögelein, ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist. Du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Endlich. Es kann also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaub ja wohl, es hackt. Wie du willst. Sanfte Gemüter. Ich glaub's ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von denen. Was? Was für einer. Schau an. Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Ah, okay. Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet. Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar. Ich meine, klar. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitungen. Dann eben nicht. Wozu brauchen wir eine Anleitung für den Klappstuhl? Ah, mein Zweitlieblingswerkzeug. Gleich nach der Abrissbirne. Kufus, oder wie wir es auch nennen, Brecheisen. Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Als Schuhlöffel. Tattoo hin oder her. Sie ist viel zu weich für den Krieg. Aha. Hey, Lotti, kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, das... Das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Ja, aber so Hansen... Ich sagte... Nein! Na gut, wir können jetzt hier reingehen. Hey, kein Zutritt für Zivilisten. Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager, und zwar pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ha, worauf du ein... Moment mal. Das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Sergeant Bambi. Spinntür. Oh, Brotdose. Im Motiv nach muss das hier Lottis Brotdose sein. Sie war schon immer ein Cowboy-Dodo-Fan. Aber sie darf nicht mehr zu den Konzerten, seit sie einmal ihren BH auf die Bühne geworfen hat. Der arme Schlagzeuger. Möge er in Frieden ruhen.
Alter, zieh dir was an, Dodo. Kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Aber... Wenn du dich beschweren willst, sprich mit dem Major. Ich bin beschäftigt. Okay, also mit Funk habe ich da eine Idee. Dass man da vielleicht mit dem Babyphone was anstellen könnte. Aber erstmal sprechen wir mit dem Major. Überraschung. Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Irgendwas ist, ist anders. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Einen neuen Therapeuten, ja. CB-Form. Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue... 67,5er... Nein, warte. Das ist nicht die Modellbezeichnung. Das ist ein Etikett mit der Funkfrequenz, die sie hier benutzen. Ah. Ach, Rufus. Was tust du denn da? Ich bringe dich zur Weißglut. Mach ich doch, ne? Indem du am Funkgerät rumspielst. Aber nicht doch. Bedien dich ruhig. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Wenn man darf, macht es keinen Spaß. Ah, Mensch, der Rufus. Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyfon einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Na, die könnte jetzt vorne am Tor sagen, ja, der Rufus ist hier mit dabei. Oder ja, das ist der Rufus. Oder irgendwas ist anders mit ihr. Aber ja, es fehlt der Schaum vorm Mund. Huhu, Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Mhm. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Warum? Wir haben hier alles im Griff. Neuer General, ich hab diese Scheiße gegründet, ich bin der Anführer, lass mich rein. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine... Wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Hm. Der Widerstand. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so... Organisiert. Langweilig, pupsig, dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ein mechanischer Bart rauscht. Aber die haben den Organon doch nicht vertrieben. Der Organon ist doch freiwillig abgezogen. Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich
Naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Wieso denn? Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja, und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Wahrscheinlich, weil es gar keine Pforte mehr gab. Das Gnu hat es einfach niedergetrampelt. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schluck. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Das erklärt so einiges. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Oh. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die, das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Er hat reingeschissen. Danke für diese Offenbarung. Er hat in die Urne ihrer Großmutter reingeschissen. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Ja, aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Okay. Was? Nein. Was bist du für ein Schwein? Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappenbob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dre. Immer wieder für eine Überraschung gut. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus, du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Okay. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Ich habe eine Idee. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Was ist, wenn ich hier sitze und mit einem anderen Rufus gleichzeitig reinfunke? Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Bleib mal schön da sitzen, Junge.
Infos. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. 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 Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Das haben wir toll gemacht. Ich fand das auch gut. Was machen wir jetzt hier mit dem Funk? Wir gehen einfach mal... Ich geh einfach mal zu Toni. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Dann gehen wir zum Strickladen. Die haben auch Medikamente. Die wirken sehr gut, aber nur einmal. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Okay, was mache ich jetzt hier? Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Mich jetzt gemütlich hier hinsetzen und zugucken. Da sollte ich lieber nicht stören. Irre ich mich oder schielt er bereits zur Auslegeware seines Nachbarn? 11. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Auslegeware. Ich kann mir ja vorstellen, wie er sich fühlt. Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Schick, die würden Gold bestimmt auch gut stehen. Ja, was machen wir jetzt? Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Ja, aber... Ich wünschte, ich könnte... Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Genau, gucken wir da mal rein. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Hormone? Lotti hat ihre... Vielleicht hat... Sollte ich lieber nicht stören. Ich wünschte, ich könnte dem... Den Kuhfuß. Können wir da vielleicht... Hier unten irgendwie... Der Held entleert sein Inventurbel. Schock, schwere Not. Es fehlt die Kurbel. Ne, wir brauchen diese Kurbel hier. So ist kein Rankommen. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch. So ist kein... Ich könnte locker so weit werfen. Aber solange dort niemand ist, der auch so gut fangen kann wie ich, wäre das ziemlich witzlos. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. So nicht. Hey, ihr Zwerge! Anmarsch! Wie jetzt? Und jetzt schön brav stillhalten, ist das klar? Was genau haben Sie vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Nein!
Nein! Oh, leck mir am Arsch, Rufus, ey. Bananen. Naja, hätte schlimmer kommen können. Wenn ich die Quantentheorie richtig verstanden habe, bestand eine 50-prozentige Chance, dass ich eine tote Katze finde. Schrödingers Katze. Das war mindestens eine 10.0. Auf jeden. Eine Banane für den Affen? Na, will das Äffchen eine Banane? Nennst du mich etwa einen Affen? Ich hätte schon gerne eine Banane. Kommt nicht in Frage. Schlimm genug, dass ich den Affen spielen muss. Da muss ich mich nicht auch noch beleidigen lassen. Aber du bist nun mal der bessere Affe. Was willst du damit sagen? Ist doch egal jetzt. Ich habe Hunger. Und so wie du dich anstellst, bekommen wir nie die 5 Slotti. Ich nehme die Banane. Ach, du triffst jetzt die Entscheidungen, oder was? Oh, Entschuldigung. Ich und mein Affe nehmen gerne die Banane. Du wagst es? Hey, komm zurück, du Affe. Mist. Okay. Hey. Was soll denn das? Willst du jetzt das Äffchen spielen? Käme ich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Filz in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst jemanden, der diesen Job übernehmen würde. Mal gucken. Kenne ich jemanden, der gerne in der Gosse das Tanzäffchen für einen Affen spielen will? Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen den Filz. Er ist das einzig Coole an dem Job. Okay. Kann ich jetzt die Kurbel abnehmen? Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Ich dachte, du wolltest mir ein Tanzäffchen besorgen. Ja, und? Wie ja und? Was soll ich denn mit einem Tanzäffchen, wenn an meinem Leierkasten die Kurbel fehlt? Oder hattest du gar nicht vor, mir einen neuen Partner zu suchen? Ja, na hör mal, ja sicher doch. Wenn du dich umentscheidest, will ich meinen Filz zurück. Hey, was tust du da? Drehorgeltuning, Turn. Organ-Tuning. Lass das! Hier. Niemand will sich für dich zum Affen machen. Haben Sie gesagt, warum? Ach, nächstes Mal frag ich. Es geht tatsächlich, ja? Jetzt kann ich mir die Kurbel nehmen? Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Nimm ruhig. Ich brauche erst einen neuen Partner, bevor ich wieder leiern kann. Okay. Und diesmal okay. Bin ich garantiert nicht das Äffchen. Ich würde ja gern den Goon. Aber denk dran, ich brauche die Kurbel zurück. Ja, klar. Ich würde ja gern den Goon, also den Gronkh, zum Affen machen. Also, guck erstmal, was die Kurbel hier macht. Auch in diesem Jahr geht der Preis für das dämlichste Inventarrätsel an die Kurbel. Applaus, Applaus. Ja, so sieht's aus. So, wollt ihr wissen, was jetzt passiert? Ja oder nein? Wenn ja, dann schaut rein in der nächsten Folge von Dragon Ball Z.